Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Resurrection. Wir sind hier dabei, mal so ein MW-Laufwerk zusammen zu craften. Wir brauchen aber dazu zum einen einen Gravurdrucker und zum anderen Silikon. Silikon, ich habe mal hier gerade kurz durchgeguckt in der Aufnahmepause. Oder im, ja, so, in der Aufnahmepause, genau, in der Pause direkt. Und habe gesehen, dass ich nichts dergleichen habe. Kein Silikon da. Das wiederum bedeutet, wir werden wohl oder übel uns erstmal ein bisschen Silikon besorgen müssen, bevor wir hier überhaupt weiter können. Toll, ich dachte, ich hätte alles, was ich brauche. Oh nein, das mit dem Strich und der Rechnung und so, ne, ihr wisst schon, geht ganz schnell durch. So, wir hätten Stone Dust, Crushed Neodym, Lazurit, Vanadium, Magnetit. Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen mal in unsere Welten und gucken da mal durch, was wir da so Schönes haben. Davor gehen wir aber noch mal schnell zurück. Bumm. Wunderbar. Draußen wird wieder abgefarmt, weil ich will hier ein bisschen Zeugs auslagern. Ganz dringend. Ich habe hier das Zeugs. Das brauche ich nicht. Das Redstone kann ich auch da lassen. Das brauche ich nicht. Das Zertusquarz, der hier müsste ja mittlerweile wenigstens wieder... Naja, weit genug. Das müsste eigentlich reichen, oder? Nein, bin mir nicht sicher. Ich will nicht, dass das zwischendrin stehen bleibt. Einfach nur, weil es stehen bleiben könnte. So, das will ich nicht. So, deswegen gehen wir erstmal pennen. So. Wie weit bist du? Ah, diese Turbinen. Naja, wie gesagt, die kriegen wahrscheinlich auch nicht dauerhaft Strom gerade, weil eben, ja, Dampf. Alles abgedampft. Der ganze Dampf ist abgedampft. Na gut. Tetrahydrid, wir haben ja auch einiges zu tun hier. Guck mal, das schmilzt hier wie wild Kupfer. Und hast du nicht gesehen? Ich nehme mal hier das Schaf mit. Dann tue ich mal das hier raus. So. Und dann würde ich mal sagen, das fährt sie den Wagen. Und wir gehen jetzt wirklich mal gucken, ob wir was finden. Davor könnte ich mal ganz kurz hier Eisenbekappter Stab und so weiter und so fort. Mal gucken, ob ich den ein bisschen aufgeladen kriege. Leer ist er ja. Lalalala. Hallo? Gib mir mal was. Ja, das hat sich voll gelohnt. Dankeschön. War spitze von dir. Toll. Ganz toll. So, also, Tür auf, Tür zu. Was fordern? Warum schleppe ich hier einfach noch Bronze mit mir rum? Das muss jetzt auch nicht sein. So, jetzt aber. Hier rein. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo in den Kisten vielleicht Silikon gefunden haben. Möglicherweise. Ich glaube zwar nicht dran, weil das wäre jetzt arg großer Zufall. Magnetit. Na, können wir mal hier. So. Silly reicht mir schon. Okay, hier sehen wir, dass wir nichts drin haben. Hier sehen wir, dass wir leider auch nichts drin haben. Da ebenfalls nicht. Wir auch nicht. Was ist das denn? Ein Floor Diamond. Den kenne ich gar nicht. Was ist das denn? Chip Diamond, Macerator. Kriegen wir ein Pile of Diamond Dust. Keine Ahnung, was das ist. Ist mir jetzt erstmal egal. So eine Art Diamant scheinbar. Aber eben kein richtiger. So. Keine Ahnung, ob wir auch Dia-Zeugs, aber auf jeden Fall das, was ich will, ist Dimnit-Ohr, haben wir nochmal, Elementin, Bauxit, Schnee, Schelit. Hier ist jedenfalls kein Silikon-Ohr mit dabei. Und Silikon-Ohr, das ist das, was ich jetzt gerade gebrauchen könnte, deswegen gucken wir mal einfach mal hier in die Kisten hier rein. Habe ich nicht. Aber ich habe das sicher hier. Land jetzt gerade nicht. Marmor, Marble, das nehmen wir mit. Und dann kann ich hier quasi hinten den Gang mal weiterbauen, weil ich ja nicht bei weitem noch nicht alles verbunden habe. 19 Fackeln, da schauen wir mal, wie weit wir kommen. Vanadium, Magnetit, nein. Phosphorus, Eisen. Redstone, Betonit. Keine Ahnung, was das schon wieder ist. Ember, Ruby, Redstone. Und hier drin hatten wir ja das Zeug, was hier draußen ist. Das Aqua Infused Stone und das Beryllium. Was mir eigentlich nur was sagt, dank der Beryllium-Kugel aus, wie nenne ich das denn? Aus, hier, Galaxy Quest, genau, Galaxy Quest hieß der Film. Cooler Film, müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr hier so Science-Fiction-Comedy-Film schaut gerne. Ist von dem Typen hier, von How I Met Your Mother. Nee, How I Met Your Mother nicht. Hör mal, wer da hämmert, so ist richtig. So, Kasseritin, nee. Der eigentlich auch ziemlich cooles Zeugs macht manchmal. War auch ein sehr cooler Film. Geht im Prinzip in Galaxy Quest mehr oder weniger um ein paar Schauspieler, die ein bisschen schauspielern wollen.
und dazu halt quasi so eine abgehalfterte Serie hatten in den 80er Jahren, so eine Art, das 60er Jahre Star Trek, und quasi davon immer noch leben und quasi immer noch damit identifiziert werden. Und ein paar Aliens haben halt das gesehen und gedacht, oh, 16 Uhr, stimmt tatsächlich. Nee, die haben halt gesehen, dass die Serie, und haben gedacht, das wäre halt eine Geschichtsdoku, und haben quasi diese Schauspieler da um Hilfe gebeten, haben das Schiff nachgebaut, und mit dem Schiff sind die dann durch die Gegend gegondelt und haben irgendwelchen, Scheiß fabriziert. Man kann es nicht anders nennen. Und da war halt das Antriebssystem von dem Schiff eine Beryllium-Kugel, die irgendwann mal auch kaputt gemacht haben und deswegen suchen mussten. Coole Sache, solltet ihr euch mal reinziehen. Hihihihi. So, bisschen Werbung genug gemacht. Wir gehen mal jetzt hier weiter. Depp, depp. Ach, wie weit geht das denn? Meine Fresse. So, okay. Braucht, glaube ich, ein paar Fackeln dann irgendwann nochmal. Weil irgendwann wird's doof hier. Lalalalala. Ich weiß, ich brauche eigentlich keinen Dreierweg hier bauen. Aber nicht runtertreiben, nicht runtertreiben. Was haben wir hier? Deep Iron Ore. Toll. Nein, ich hatte gerade gesagt, nicht runtertreiben. So, weißt du was? Ich muss mich mal hier an die Seite vorbeibauen und da oben mal das Wasser absperren. Sonst wird das nichts. So. So. Hopp. 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 Und hepp. Kommt denn das Wasser her wieder her? So. So, also hier erstmal zumachen. Da. So. Reicht das schon? Nein, reicht nicht. Wir gehen mal eins weiter höher. 1, 2. Und bauen mal hier noch zu. So. Ist scheinbar immer noch was unten. Kann ja wohl nicht wahr sein. Irgendwo muss das Wasser doch mal abfließen. Gehen wir wieder hier runter. Hopp. Und bau halt unten noch was ran. So, beugen. Depp, depp, depp. Depp, depp, depp. Jetzt sind es aber zu hier. Genau. Gut. Hallo? Immer noch? Ich werde weggetrieben. Nicht, dass ich nach unten getrieben werde. Das will ich jetzt auch nicht unbedingt. Würde ich gerne vermeiden. Wird auch hier dunkel. Das heißt, wir würden gerne mal schlafen gehen. Hier drin haben wir eh... Ja, stimmt. Da war ja das Deep Iron Ore drin. Ich gehe mal kurz pennen. Und, ausgeleuchtet werden sollte hier auch, damit nicht unbedingt noch auf dem Weg hier was spawnt, wäre ungünstig. So, also da hinten ist mein Bettchen, da gehe ich mal schnell hin, weil ich bin gerade ganz doll müde und mein Zeugs, mein Marble ist eh alle. Holen wir uns einfach neuen. Hehe. So, gute Nacht. Schlaf gut, lieber Black. Schlaf gut. Lalalala. Braucht doch nur Silikon, Jungs. Gibt mir Silikon. So. Marble, Marble. Und nochmal Marble. So. Die dumm. Wahrscheinlich ist bei der anderen Turtle irgendwas drin oder hier in den Kisten, die ich gerade nicht aufmachen kann. Stattdessen gebe ich mir Mühe, da drüben sozusagen weiterzumachen, aber naja, gut. Ich mühe mich halt manchmal auch gerne umsonst ab. Obwohl ich nicht glaube, ja, könnte umsonst sein, wir werden sehen. Wenn es denn soweit ist. Zip, zip. Zip, zip. Nicht hier rein. So. So, okay. Ist ja schön, dass das sich hier so schön zubaut. Wo kommt denn... Wer hat denn hier? Also zuerst mal haben wir Schweineeisen hier drin. Und, sonst nichts Großartiges. Ich guck mal. Ich würde gern da hingehen. So. Um zu gucken, ob ich da irgendwie irgendwo... Nee, weiter hinter geht's eh nicht. Insofern ist okay. Dann brauchen wir jetzt hier nicht gerade unbedingt gucken. Oh. Ja, genau. Deswegen. So, ich mach mal so. So. Und irgendwie hat sich... Schon merkwürdig, wie das Wasser hier geflossen ist. So, okay. Zumindest hier haben wir abgebaut. Das ist ja schon mal wert. Gucken wir mal weiter. Dass wir den Marmor noch ein bisschen gesetzt kriegen. Döp, 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 döp. Ich will hier
Ja, zubauen wäre schon nicht schlecht, damit ich nicht runterfalle. Ich kenne mich doch. Immer wenn ich das nächste Mal hier gucke, weil es wird ja nicht das nächste Mal, letzte Mal sein, dass ich hier einfach mal die Stelle abgucke, um zu schauen, gibt's hier denn irgendwie irgendwas? Und irgendwo und irgendwarum und hast du nicht gesehen. So, Bastanit? Nee. Könnte mal hier ein Licht machen. Da oben gondeln die alle rum. Was ist das denn? Ist das ein Skelett? Keine Ahnung. Der Grüne da. Wer weiß es schon. Sollte er uns behelligen, werden wir es früh genug herausfinden. Noch ist es nicht notwendig. Zip, zip, zip. Zip, zip, zip. So, und wir hätten Monazid, Bastanit. Nee. Scheiß Zombies. Wobei mir die noch alle mal lieber sind. Am Ende schubst mich hier noch einer runter. Das wird es wahrscheinlich auch mal gewesen sein, Bald. Fehlt mir gerade noch. Immer mal nach hinten gucken. Zip, zip. Weil, ja, manchmal reicht es auch, wenn man nach vorne guckt. So. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Dip, 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 dip. Dill, dill, dip. Das Teil war mal wieder weg. Jetzt sieht er mich wieder. Andererseits kann er mich jetzt auch genug sehen. Tschüssi. Tschüssikowski. Nee, doch nicht. Dann eben nicht. Machen wir so. Okay, jetzt müsste es aber gehen. Hallo Freund. Tschüss Freund. Ah, hier geht's hier weiter. Mach mal kurz hier ein bisschen Licht. Weil ohne Licht, da geht das nicht. Und ja, ich weiß, ich könnte auch die ganzen anderen Kisten abfarmen und absuchen. Ich glaube ganz ehrlich gesagt, das könnte ich fast mal offscreen machen, weil ich baue ja dann nichts, sobald ich hier alles verbaut habe, zumindest. Und ja, werde dann quasi offscreen hier mal durchgucken, ob ich da irgendwo drin irgendwas finde, was hier irgendwie nach diesem Silizium, was wir gerade suchen, aussieht. Ansonsten haben wir ja auch noch die anderen Kisten. Ich denke, es ist langweilig, wenn ich hier die ganze Zeit hier an einer Stelle rumbaue. Rumbauen müssen wir. Ich will nur halt nicht ständig nach Silizium suchen müssen. Das ist alles. So, okay. Jetzt können wir hier mal koppeln. Weil Koppel haben wir ja auch noch genug. So, so. Ich will das hier alles zu haben. Deswegen machen wir das jetzt hier. Und genau deswegen. Du bist das hin. Nein, du dreckiges Mistviech. Du Mistsau. Lalalala. Ich gehe mal hier auf die andere Seite. Die Sau, die hat mich runtergehauen. Hat aber einen ganz schönen Wumms drauf auf seinem Bogen da. Hopp. Hopp. Ja, du da. Einfach wieder nach oben. Ja, das Viech ist mittlerweile auch unten. Das ist schön. Kannst halt unten bleiben. Mir egal. So. Hat das Viech mich runtergekickt? Eisekalt. So, kommen schon wieder alle? Tatsächlich. Hier haben wir noch welchen. Dip, dip, dip. Dip, dip, dip. Pferdchen im Galopp. Ja, da unten könnt ihr tun, was ihr wollt. So. So. So, 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 sowieso. Hier auch. Damit wir es weitestgehend zu haben, weil, wie gesagt, eben das, was eben gerade passiert ist, das möchte ich nach Möglichkeit weitestgehend vermeiden. Alles andere wäre blöd. So, so, so. Weißt du was, da setzen wir einen oben drauf, weil sonst war da nichts drin, großartig. Hier machen wir auch mal das Ding weg hier. Machen hier noch zu. Hep. Hep. Da oben versucht sich das Teil schon wieder nach oben zu hangeln, aber nicht mit mir. Blödes grünes Mistviech. Hopp, hopp. So, okay. Einmal was futtern. Könnt ihr mal hier nochmal schnell ein paar Fackelchen setzen, damit es hier wenigstens nichts passiert. Und das hier da. Und dann gehen wir mal ganz schnell nochmal pennen. Lululululo. Lelelelelelele. Schnell, schnell, schnell. Ui, 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 ui. Ab ins Bett.
Bevor da drüben noch mehr spawnt. Das wäre nämlich auch ungünstig. Ich habe nämlich keine Fackeln mehr mit. Und ich will nicht erst wieder zurückrennen. Ich will hier nur zubauen. Wie gesagt, durchgucken, das machen wir dann wirklich offscreen. Wie ich es gerade gesagt habe. Aber ich würde hier gern schon noch ein bisschen was an- und zugebaut haben. Damit hier nichts mehr spawnen kann. Jetzt war da gerade ein kleiner Leck. Ich wäre beinahe runtergefallen. Diorit. Depp. Erde. Komm. Ist ja scheißegal, was wir hier hersetzen. Sonst war da auch nichts, ne? Und. Ja, dann genau. Hier haben wir Pyrit und Iron und Bruchstein. Den brauche ich. Lop, lop, lop. Pferdchen im Galopp. Über Stock und über Stein. Setz dich einen Bruch hinein. Stein rein. Allein und so. Da unten ist das Teil wieder, das Viech, das Böde. Böse, 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 böse Viech. Komm, ich mach dir mal einen Deckel drauf, weil dir das sicher besser gefällt. Hep. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn man hier die Turtle nach ja, Rohstoffen buddeln lässt und merkt, oh, hier ist ja gar nichts. Dass man sich wieder zubauen muss und so weiter und so fort. Ich würde schnell, bevor mich das Viech runterhaut. Ich würde ja sagen, wir könnten einfach sagen, Jungs und Mädels, schön, dass ihr hier zubaut, aber es nützt euch nichts, weil wegen ISO oder so ähnlich. Was heißt hier, weil wegen ISO? Also, schön, dass ihr zubaut, aber baut es mal wieder auf, weil, beziehungsweise ich kann das Turtle-Programm ja einfach sagen können, lassen hier pauschal, ja komm, wenn da nichts ist, setzt da einfach einen Block, was weiß ich, Kobbel drunter oder so. Koppel ist ja normalerweise relativ schnell und relativ viel zu finden, wenn man denn welchen findet. Was haben wir hier noch? Nochmal ein bisschen was. Gut, das reicht dann aber auch. Dann haben wir endlich hier alles zugesetzt. Das Ding kann weg. Hier machen wir nochmal den Rand ein bisschen schöner. Und jetzt gucken wir mal durch, was haben wir hier. Phosphorus, Eisen, nein. So, Dark Iron, Kalze, Pyrit, Apatit. So, nein, Pyrit, nein. Pyrit, Iron, nein. Hier geht's rein. Und wir finden nein. Black Granit, Cobblestone. Toll, das ist ja sowas von schön. So, da drüben ist. Ach, das hasse ich doch wie die Pest, ja. So. Hopp. Einmal durch. Ach so, da kam Sand von oben. Wo ist er hin? Da. Oh oh, hier habe ich. Ich höre ja auch ein Viech. Ich höre dich schon. Bist du hier dahinter? Ja, da bist du dahinter. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, oh, oh. Wo ist mein Schwert hin? Mein Schwert hat es, glaube ich, noch ein bisschen zerlegt. Ist jetzt ein bisschen ungünstig hier an der Stelle. Aber, okay. Oh, oh. Ich gehe wieder. Weil ohne Schwert. Nicht. Oh, ich dachte schon, hinter mir zischt es gleich. Also, der Typ hatte wahrscheinlich genauso Probleme voranzukommen wie ich. Deswegen passt das. Wir holen uns, wir gehen jetzt nach Hause, craften uns ein Schwert und dann gehen wir wieder her. Und, beziehungsweise das mache ich dann offscreen und gucke hier weiter nach, ob wir was finden oder nicht. Zip. Aber wie gesagt, das machen wir dann offscreen, weil irgendwo muss ja auch mal gut sein. So, wir haben hier Green Saphir 1, 2, nehmen wir mit. Kann ich die so machen oder brauche ich dazu. Brauche ich dazu, ihr wisst schon was. Ja, ich brauche dazu den doofen Hammer. Sword. Schwer. Ach, ich kann auch einfach so gucken hier. Da unten ist sie gerade nicht. Hier, so. Vor allem, hier heißt was Swu. Naja, okay. So, wir brauchten ein Schwert. Ein Schwert wäre mehr wert, wenn wir hier. Ja, genau, okay. Die Pfeile. Pfeile, 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 da haben wir sie. Hopp, hier rüber. Pfeile hier. Nehmen wir so. Das da. Die Pfeile ist auch gleich kaputt gegangen. Da freue ich mich aber wie Hulle. Wie so schön heißt. Ein paar Äbel. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, ich gucke mal offscreen in die Kisten nach. In alle, die da sind. Also nicht in diesen hier. Ob irgendwo Silikon zu farmen ist. Wenn ja, wird natürlich die Turtle
erst aufgestellt, wenn die Folge nächste weitergeht. Ansonsten wäre es ja Blödsinn, hier die ganzen Kisten durchzuforsten, sind ja einige, auch in den anderen Welten. Und ja, das machen wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge, Leute. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.